Wir haben Hochsommer, es ist tolles Wetter, wobei ich gerade sehe, entgegen der Wetter-App, glaubt keiner Wetter-App, zieht hier irgendwie in Gewitterwolken, ziehen hier auf. Dann ins Wasser zu gehen oder am Wasser zu sein, ist nicht so gut, sollten wir lieber sein lassen. Deshalb bin ich noch ganz entspannt und schaue erstmal, was hier so passiert. Aber was habe ich eigentlich vor? Ihr seht, ich habe heute komische Kleidung an zum Angeln. Ich möchte nämlich Sommerwartangeln im Wasser machen. Das heißt, ich habe nur eine Badehose an, T-Shirt oder hier ein Sweatshirt. Angelweste, hier ist alles drin. Papiere, der Kescher ist hinten dran und so weiter und so fort. Und ich möchte zu Fuß den Fluss bewarten. An Stellen gelangen und so an Stellen gelangen, die sonst vielleicht gar nicht so erreichbar sind zum Angeln. Und vielleicht den ein oder anderen schönen Fisch zu erwischen. Was ich aber auf jeden Fall empfehlen möchte an Ausrüstung, was noch fehlt an meinem Kopf, ist eine Polarisationsbrille. Ja, damit könnt ihr entspiegelt ins Wasser reinschauen und seht Fische, könnt Fische stehen sehen und seht natürlich auch, wenn es einen Drill gibt, was da passiert im Wasser. Geht er ins Kraut, steht der Fisch, was macht er, kommt er hoch, geht er weg. Schwimmt er vielleicht zwischen eure Beine? Also eine Polarisationsbrille ist echt wichtig, auch im Hinblick auf Sicherheit. Ihr seht also immer, was im Wasser vor euch los ist, ob es tief wird, ob Totholz da ist oder ähnliches. Angeln möchte ich mit einer kurzen Rute. Ich habe mir dafür die Explorador mitgenommen. Und zwar in der Länge 2,10 Meter. Die hat ein Wurfgewicht von 10 bis 30 Gramm und ist für die feine Fischerei wie gemacht. Montiert habe ich eine 500er Rolle mit einer 22er Degas Centron monophilen Schnur. Wahrscheinlich eine der besten Schnüre der Welt. Was ich noch in der Tasche habe, ist jede Menge kleines Köder-Tackle. Ich habe einmal aus der Yancy Phantom F Spinner-Reihe verschiedene Modelle. Kupferfarben ist immer gut. Dann auch was Dunkles. Ja. Dann habe ich ein paar Köder, maximal bis 6-7 cm. Kleine Köder hier, sowas. Der Zielfisch übrigens Döbel, Barsch, Forelle, vielleicht auch ein Hecht, aber eher selten bei den kleinen und schneller geführten Ködern. Ich angel nicht mit Vorfach, weil ich nicht gezielt auf Hecht angeln möchte, denn die anderen Fische würden durchs Vorfach verschreckt werden. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein dickes Fluorocarbon-Vorfach nehme, das schnallen die sofort ab und zum anderen laufen auch die Köder dann nicht gut. Was ich noch in der Tasche habe, eine kleine Yancy-Box hier mit den wichtigsten Sachen, die ich so brauche. Ein paar Snaps drin, ein paar Wirbel, ein paar Perlen für die ein oder andere Montagenvariante. Dann natürlich eine Zange, ein Taschenmesser und die Fernsteuerung für meine Kamera. Ich versuche nämlich heute ein paar Aufnahmen zu machen aus der Ego-Perspektive und naja, mal schauen, was das wird. Ein Teil möchte ich euch noch zeigen, das ist echt cool. Das habe ich hinten an meiner Weste. Und zwar ist das der Magnetkescherhalter von Yancy. So, da kommen wir eigentlich schnell ran. Zapp. Hier ist der Magnet. Das andere Teil hängt hinten an der Weste. Und beim Warten kann ich den Kescher einfach so abziehen. Das ist echt lässig. Nicht teuer, aber sehr praktisch. Ja? Vorsicht übrigens, wenn ihr mit der Kamera im Wasser seid, den Magnethalter nicht in die Nähe der Kamera bringen. Weil ansonsten habt ihr gelöschte Aufnahmen. Hatte ich auch schon mal, da war dann nur noch Ton drauf. Gut, okay, das wär's eigentlich. Das Wolkenfeld zieht sich so ein bisschen auseinander, also Gewitter ist jetzt nicht angesagt. Ja, was ich jetzt noch mache, ist, ich ziehe mir ein paar feste Schuhe an,
damit ich auch im Wasser einen sicheren Tritt habe, falls ich mal an ein Steinfeld komme oder so, dass ich da nicht barfuß rumrutschen muss. Und dann werde ich mal schnell und bedacht natürlich Richtung Wasser stapsen. So, bis gleich. Ach so, ich habe ganz vergessen zu sagen, ihr seid natürlich für eine Akkuladung dabei. Solange wie der Akku hält, solange läuft die Kamera und solange kann ich Aufnahmen machen. Ansonsten beißt hoffentlich kein Fisch, wenn die Kamera aus ist. Also, viel Spaß. Für diese Angelei habe ich mir einen Flussabschnitt ausgesucht, der relativ flach ist und zudem, wo nicht so viele Leute sind. Dadurch, dass ich das heute früh mache, es ist jetzt erst kurz nach 6, ist auch nicht zu erwarten, dass viele Kanufahrer hier unterwegs sind und die Fische sind noch nicht so verschreckt und sind entspannt. Doof ist nur, mit kurzer Hose durchs Gras zu latschen. Checkt euch hinterher mal ab, untersucht euch und schaut, ob ihr Zecken irgendwo habt. Ihr sollt ja nicht krank werden bei der Angelei. So, jetzt sind wir hier. Durch den Sturm hat es hier auch einige Bäume umgehauen. Müssen wir mal gucken, wo wir hier vernünftig ans Wasser kommen. Ach, die Bremsen haben mich auch schon entdeckt. Das ist schlecht. Lieber rein ins Wasser, dann erwischen sie mich zumindest unten rum nicht so doll. Oha, okay. Bevor wir jetzt wie ein Elefant ins Wasser reindonnern, ist es natürlich clever, den Uferbereich erstmal abzufischen. Ja, ich bin im Fluss drin und es gibt doch ganz ehrlich nichts Schöneres, als in so angenehm temperiertes Wasser hinein zu warten und den einen oder anderen Fisch versuchen zu erwischen. Ich habe jetzt einen dunklen Spinner gewählt. Zu auffällig zu angeln. Kann mit euch hinten dran schlecht werfen hier. Das ist ein bisschen doof. Das Tolle ist, selbst wenn euer Köder irgendwo hängt, ihr könnt den wahrscheinlich auch immer lösen. Das ist echt praktisch, weil man nämlich dahin latschen kann. Ihr seht selber den Uferbereich hier, wie der aussieht. Da ist sonst nicht viel zu machen. Ich habe jetzt Strom abgeangelt. Das ist eigentlich unclever, denn wenn ich jetzt hier langlatsche, werde ich alles, was hinter mir ist, richtig schön vertreiben. Also ist meine Option eigentlich, Strom aufzuangeln. Ja, also wenn ihr im Fluss warten möchtet, dann geht ihr Strom auf. Oh, Riesenhecht. Hänger. Jetzt kann ich erstmal darüber und den Köder lösen. Ja Leute, sowas könnt ihr dann auch erleben. Natur pur, oder? Ist das geil? Thank you.
da ist der nächste. Auch keine Wiese. Aber immerhin ein Fisch. Ich finde, einer unserer schönsten Süßwasserfische. Flussbarsch. Toller Fisch. So, und nochmal ein schöner Döbel. Klar. So, aussichtsreiche Spots findet ihr eigentlich, wenn ihr so unterwegs seid, immer. Es sind tief ausgespülte Löcher im Fluss, die ihr sehen könnt. Und es sind natürlich wie immer die Kehrwasserbereiche, also wo das Wasser entgegen der normalen Strömungsrichtung zurückfließt. Hier ist gerade nichts, aber da vorne kommt der Fluss um die Kurve und da möchte ich es auf jeden Fall mal von hier probieren. Mal gucken, ob was geht. Es hat geklappt, die Kamera war natürlich wieder aus, aber kleiner Döbel. So, da vorne gab es einen guten Fischkontakt, als da dann was war, ich vermute mal ein Barsch. Vom Verhalten her fühlte sich so an. Das ist leider zu tief. Ist so, na, 1,60, 1,70, da komme ich so nicht durch. Also, raus aus dem Wasser und da vorne wieder rein. Ja? Egal. Falls ihr übrigens mal in Not geratet und ihr fallt ins Wasser und es ist stärkere Strömung als hier zum Beispiel und ihr kommt nicht an Rand, nicht gegen die Strömung versuchen rauszuschwimmen, sondern immer Strom ab und dann an den Rand schwimmen. Funktioniert eigentlich ganz gut. So, ich musste jetzt den ganzen Teil hier überbrücken und versuche jetzt mal wieder ins Wasser reinzukommen. Ich habe ja Gott sei Dank eine Badehose an. Was hier immer ein bisschen doof ist, wenn man auf ein Erdwespennest stößt beim Rumgekletter hier am Uferbereich, das ist echt Mist. Da haben wir ein Problem danach. Ah, endlich wieder im Wasser, das ist schön.
da ich jetzt in der Regel immer Strom auf fische, weil ich ja auch Strom auf unterwegs bin, näher mich ja den Fischen von hinten, fische ich auch einen Spinner. Also ein Wobbler macht einfach kaum Aktion, wenn er mit der Strömung eingeholt wird. Das wäre etwas für den hinteren Bereich hinter mir. So, Barsch und Döbel waren dran. Jetzt fehlt uns nur noch die eine oder andere Forelle vielleicht. Ich mache mal hier rein. Wollen wir doch mal gucken, ob das nicht funktionieren kann. Oh, jetzt habe ich ihn hängen. Oh, ohne Steinverfass. Ja. Ja, immer wieder eine schöne Überraschung, so ein Hecht. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, auch nicht wahrscheinlich. Ja, aber das ist doch so ein schöner Fisch. Gefangen auf dem Jensi Bleikopfspinner. Toll.